Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blacktail. In den Mitten der slawischen Mythologie der Hexe Baba Yaga. Wir haben in der letzten Runde mal etwas in diese Welt hineingeschnuppert, haben den ein oder anderen Charakter auch schon kennengelernt. Und so wirklich wissen wir noch nicht, was hier vor sich geht, was wir machen müssen, bis auf die Tatsache, dass wir unsere Schwester finden müssen. Ich glaube, wir befinden uns noch sehr viel im Tutorial-Bereich. Nochmal Federn. Hier ist eine... Was denn? Stickbug. I heard stories it turns into plain wood at full moon. Everyone can be turned into a resource. Das war böse, dass wir diesen Käfer da uns gekrallt haben. Ist der jetzt tot? Habe ich jetzt einen Käfer getötet? Ach, geht aber nicht, ne? Also es... Warte mal. Vogel Bobok ist klar. Wurzeln, Schatztruhe. Statue und Schrein ist klar. Wildnis. Das haben wir auch schon. Ressourcen. Rotes Kraut, Honig, Kristall, Fleisch, Shellock. Honig ist klar. Ja. Oh. Bestiarium. Menschen ist klar. Alloy. Slavica. Volko. Ich guck einfach mal gerade. Ach, das ist das. Aha, ja. Verschwundene Freunde. Gut. Wir haben da was gesammelt, aber das finde ich nicht im Inventar. Okay. Hier ist noch ein Schrein. Eine Katze. Wir speichern erstmal gerade. It can save your sorry ass. You gotta learn every way to crawl out of your own grave. Wie du aus deinem eigenen Grab herauskriechst. Hallo. Schwarzer Kater, hin und zurück. Hä? Wir... Eine Art Schnellreise, cool. Was bist du für einer? Okay. Der hat Augen, Spinnenaugen drin gehabt. Nehmen wir alles mit. Ach, ist das ein Wunderdings hier? So ein Wunder, halt so zufallsbasiertes Ressourcen-Spawn-Teil. Okay, wir folgen mal unserer Hauptquest. Wir müssen ja einen Drachen besiegen. I think I know this place. I was here, like... Been a year now. Painful memories. Good. Pain means you're not dead. Yet. Was ist das? Eine Truhe. Noch ein Zahn. Finders keepers. You can brew interesting stew out of it back in the hut. And finally become a hero in your own story. Bitte was? Bitte was?
Ich will. Vorsicht, Drachen, schwarzer Schweif. Ich bin ein Weg, die Brücke wieder aufzubauen. Findet den Rebell? Ja. Ja gut, hier ist... Ja. Ah, wir können ja jetzt... Klein Moment. Fehlt uns hier noch was? Ein Zahn fehlt uns? Wir müssen mehr sammeln. Okay, wir müssen zur Hütte zurück, damit wir die freischalten können. Das können wir uns noch nicht leisten. Okay, alles klar. Wir brauchen halt Zähne. Pfeilmacherin? Was macht denn das? Wie war das? Fertige zwei verfluchte Pfeile zum Preis von einem. Mhm. Ah. Spannendes, geht deutlich schneller. Verursachen mehr Schaden. Okay, ja. Gut. Ich will gucken, was das hier ist. Seid ihr böse? Ich glaube schon. Willow, what? The sinister lights leading you straight to hell. Willow wasps. I like it. Ups. Honig. Wir haben Honig warm gefunden. Der andere ist auch gerade hier gestorben. Hat er nichts hinterlassen? Nee, schade. Oh, guck mal, Herzchen. Boah, ist das schön. Boah, das ist schon schön. Das ist richtig schön. Ich gehe mal einfach hier jetzt durch. Wir müssen eh irgendwie in diese Richtung. Boah, was war das denn jetzt? Hey! Make a wish upon a shooting star. Max herstellen. Was? War das gerade eine... Ich glaube, das war gerade eine Blutkugel, hä? Natürlich, das sind Blutkugeln. Ich nehme mir gerade den Honig. Wer bist du denn? Tremble before our might, puny mortal. Soon the rivers will flow with the blood of all who dare to oppose the eternal empire of ants. I beg your mercy, my queen empress. Enough. Show me the way to the human settlement. So I can lead my merciless army and pour my wrath upon them. Hä, warum? Warum? Muss ich mich jetzt entscheiden? Scheiße. Ja, warum? Ich will mich nicht entscheiden. Die böse Ameise zum Dorf geleiten. Sie haben uns ja verstoßen und wir wollen ja böse sein. Aber ich... Komm. Lead your armies past the lake, my queen. May your conquest be swift. Soon, all will know the true meaning of horror. Okay, wir sind wieder Richtung böse. Wir sind voll böse. Moral. Ach, das ist hier der Ball, der sich langsam hier rüber bewegt. Aha. Interessant. Ameisenkönigin. Wir sind böse. Ah, Mond. Königin? War das so? Ein königliches Auftreten sorgt bei so manchen für Gehorsam. Hintergehe die Bienen mehrmals.
Verwandelt die Kleinen mehrmals in eine Ressource. Hilfe der bösen Königsdame. Mehrmals. Bringe mehrmals ein Opfer im Namen des Bösen dar. Jage den Rotpelz mehrmals. Hilf den Verfluchten mehrmals. Halt ihnen Stich und gib ihnen, was sie wollen, aber bleib weiterhin böse. Okay. Das sind alles Sachen, die wir machen müssen, damit wir weiter Richtung Böse marschieren. Was ist denn hier los? Fokusabwehr? Alter, wo bin ich hier? Ich höre irgendwas, aber... Ah, sehr gut. Unser Mana lädt sich wieder von alleine auf. Das ist schon mal sehr gut. Labyrinth. Ah! Nein! Boah, voll daneben. Das ist, glaube ich, der erste Pfeil, der daneben ging. Was auch immer wir jetzt aufgesammelt haben. Ah! Die haben die Truhe bewacht. Nein! Noch eine. Hier war gerade irgendwo ein Pfeil. So ein bisschen fühle ich mich ja schlecht, ne? Aber nur so ein bisschen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ah, hier ist noch so... Nochmal. Wir töten Insekten! Was war das? Ameisen! Guck mal. Ja. Was muss ich denn hier machen? Da muss ich irgendwas rauflegen, ne? Irgendwas opfern, glaube ich. Ah, ja. Wie war das? Take that, you bunch of crooks. Ant invasion called off. At least around here. Oh! Ich hab jetzt was Gutes gemacht. Wollte ich gar nicht. Scheiße. Okay. Die Ameisendinger müssen wir lassen. Während du rechtschaffen bleibst. Scheiße. Wir waren gut. Ekelhaft. Das ist ja furchtbar. Pfui Deivel. Ups. Ich muss direkt einen Vogel töten, damit ich das wieder ausgleiche. So. Ausgeglichen. Kann ich hier was aufsammeln? Nein. Das ist noch ein Nest. Not sure if that's what I shoot first, think later. Zuerst schießen, dann denken, ja, natürlich. Was glaubst du denn?
Wir sind eine böse und grauenvolle Baba. Jaga, eine Jaga. Einfach mal immer so zwischendurch so ein bisschen böse sein ab und zu. Ah, hi. Ach, dadurch kriegen wir ein Dings. Dadurch kriegen wir einen Stock. Hä? Was war das? Kann mich hier nicht rein? Doch, hier kam ich rein. Warte mal, was ist das hier eigentlich? Sind das große Spinnennester hier? Das sieht mir wirklich aus wie irgendwelche Nester. Aber wir müssen zurück. Ups. Eieiei. Eine Windmühle. Und noch eine Truhe. Das ist... Also, Truhen finden wir eigentlich momentan ganz gut. Oh, wir haben dritten Zahn gefunden. Das ist auch sehr gut. Dann können wir nämlich... Danke. Wir waren noch mal böse. Ich wollte mal erfahren. Fish. I should make myself a fishing rod one day. Sollte ich mir eine Angelrute basteln? Ich glaube, ich kann nicht reinspringen, ne? Wir müssen eh zurück. Wir müssen hier lang. Wer war das? Okay, kleinen Moment. Ich muss hier was ändern. Tastaturbelegung. Ich muss hier was ändern. Ja, das ist okay, das ist okay. Das andere Schnellinventar. Das muss ich unbedingt ändern. So. Das ist gut so. So. Ah ja. Das ist viel besser. Jetzt habe ich das auf die... Das Schnellmenü habe ich jetzt auf die Maus gelegt. Ih, was hängt denn da? Ih, guck mal. Da hängt... Da hat... Well, I'll be damned. Look who's there. It's some giddy goat at large. Looks like the noose didn't hold you tight enough, huh? Not tight enough and not long enough. Nothing can hold me, girl. You must be Jack's friend. He sent me to help you get rid of... The dragon? Good old Slippery Jack. Always the best in bending the truth. The dragon, as well as his famous appetite for our honey, is just a fraud. The honey itself is a real beast here. It's what's making folks madder than a wet hen, clouding their minds. I can see each of you has this whole thing figured out differently. How about you get your story straight if I'm to help you? Woo-hoo! That's the spirit. I love it. Rage on, burn through. You're exactly who I need right now. Can we stop beating around the bush, then? Ha! That's what I like to hear! Listen, there's a will-o'-wisp den nearby. The critter's been holding heaps of honey in there. I'm about to build this thingamajiggy to turn their cave into a cave-in, if you catch my drift. Their nest goes boom!
We get rid of the bugs. And, what's more important, of the honey. We're not letting it put us in irons, turn us into mindless slaves. But, first things first, we need the plans for the damn, thingy. That's one solid plan. It seems I'm not getting across the bridge anytime soon. Relax. I got people in places. They'll help the geezers with your bridge. If you help me. So yeah, the plans. You gotta snatch them from Nat's castle. Bovi Boko's friend? Why don't you go get the plans yourself? A cursed free bird like me? Nah, I can't stomach even a minute round them holier-than-thou grand posers. I'm allergic to their BS. All right. Any more questions on the job, or are we ready for some honey flavor? Du glaubst also wirklich nicht, dass der Drache echt ist? Was ist mit dem Verfluchten und dem Prachtvollen? You're saying honey is the real problem, but what if the dragon is... Oh, come on! You're not gonna tell me you believe there's a drake around here, naja, hörst du ihn nicht? You're better than that. Anyway, it sure ain't our problem right now. I'll get my people to help the twins with the bridge. Don't sweat it. This thing is getting sticky. Every mushroom seems to be involved, regardless of what their shape or color is. Ah, yeah. They are cursed, down-to-earth, living-the-moment folk, like yours truly. And there's grandies, who think themselves better than the rest because of their long-expired do's and don'ts. Curse. Did someone give you the evil eye? What have you done to get punished with such an ill fortune? Well, they used to call us that, to make us seem all bad and all. But tell you what, we embrace that. Yeah, we're cursed. Cursed with freedom, baby. Just the right people at the right time to free the land from honey. Nun gut, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich den Typen trauen kann, aber das werden wir vielleicht noch sehen. Right then. I guess it's time to get my hands dirty. Or sticky, for that matter. Music to my ears. Now, meet me at my place as soon as you got. Anything wrong? Can't you hear it? Some vermin coming this way. Don't have too much fun. Was? There are too many of them. Whoa, does that? I used to hate this thing. Stuck on my hand. We've almost figured it out. That fancy gauntlet of yours. Learn, act, repeat. One day you'll get the most out of it. I don't think I can repeat. The cauldron has all the answers. Was? Hexenlehrling? Das Hexenlehrling-Rezept wurde freigeschaltet. Du kannst jetzt im Kessel in der Hütte brauen, sofern du über die notwendigen Zutaten verfügst. Alle freigeschalteten Rezepte können jederzeit im Fähigkeitenbaum eingesehen werden. Drücke auf eine Fähigkeit, um mehr über sie zu erfahren. Ja, das wissen wir schon. Oh. Okay, wir sind noch hart im Tutorial drin. I'll try. Finde einen Weg aus der Schlucht. Ah, wie cool die Hand, hä? Aber hier ist ein Drache. Zumindest mal hört es sich so an. Was ist das eigentlich? Eine riesige Pflanze? Oder... ein Käfer? Was soll das sein? Ja gut. Komme ich hier nicht? Nö. Ah, warte. Okay, nein, komme ich nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut.
Scheiße! Ich bin gerade... Ich bin festgepackt! Ich bin festgepackt! Ich bin hier reingeholt! Ich kann nicht... Ich komme nicht weiter! Ich komme nicht weiter! Ich komme wirklich nicht weiter! Ich komme... Scheiße! Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, warte ich gerade hier und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Spiel neu geladen habe. Dann sehen wir uns genau an dieser Stelle da vorne, bevor ich hier reingekrochen bin. Toll. Ich kann nichts machen. Ich komme nicht raus. Nee. Ich bin hier rein. Oh, ist vorbei. Also, dann würde ich sagen, bis... bis gleich. Bis gleich. Tschüss, tschüss, tschüss. Bis gleich, bis gleich. Und zack, da sind wir auch schon wieder. Ja, da gehe ich nicht mehr rein. Ach du Scheiße. Wir müssen echt aufpassen, wo wir reinlaufen, ne? Nicht, dass ich nochmal irgendwie... Dass ich nochmal irgendwie festbacke oder so. Das wäre sehr doof. Ah, hallo. Hihihihi. Ich zerquetsche jedwedes Ungeziefer an meinen Händen und genieße dann ihren Schmerz, ihre Schreie, kurz bevor sie verenden. Okay, was? Spezialleckerbissen. Lade den Kraftstoff auf, indem du gedrückt hältst und drücke anschließend, um Spezialleckerbissen abzufeuern. Spezialleckerbissen verbrauchen Mana. Wechsel den aktiven Spezialleckerbissen und schalte verschiedene Spezialleckerbissen im Kessel frei. Okay, wir sind noch krass. Now, make it special. Boost your shot with the Gauntlet's energy. Hell? We're getting somewhere. Okay. Now, what was it the mushroom wanted? Kämpfe gegen den Ritter. Welchen Ritter? Welchen Ritter bitte? Ich will gegen keinen Ritter kämpfen. Ich vergreife mich lieber an kleines Getier. Was viel schwächer ist als ich. Oh, scheiße, daneben. Ist noch was? Manchmal, also, dass wir Pfeile zurückkriegen, ist ein bisschen random. Wir holen ruhig alles mit. Ich höre Bienen. Achso, halte ihre Stiche aus, aber bring das, was sie wollen. Dann wären wir böse. Die wollen! Okay, wie ist das jetzt, Moral? Bienenzüchterin. Halte ihren Stichen stand und gib ihnen, was sie wollen, aber bleib weiterhin böse. Was wollen sie denn? Ah, nein! Habe ich die scheiß Blume reingesteckt, was nicht so toll war. Ach so, doch. Gib ihnen, was sie wollen. Sie wollen ja diese Blume bestimmt haben. Was passiert, wenn ich da reinschieße? All the time and work to build these and only one arrow to break it. You're such a monster. Zwei Honig.
Ah, genau. Gib ihnen, was sie wollen. Kleinen Moment. Ich guck nur. Ich bin ja noch ein bisschen am Lernen. Ah, hier. Das hat sich direkt ein bisschen rüber bewegt. Aha, okay. Also gib ihnen, was sie wollen. So einfach abschießen können wir das nicht, oder? Ich probiere es jetzt mal so. Nein. Gib ihnen, was sie wollen. Okay, wir haben die Wahl. Entweder halt die entstichen Stand. Gib ihnen, was sie wollen. Aber bleib weiterhin böse. Das ist ein bisschen zu deuten. Sollen wir denn jetzt eigentlich die Blumen denn lieber machen? Weil dadurch steigern wir unser gutes Karma. Was für ein explodierter Abgang. Dankeschön. Gehe ich überhaupt richtig? Nee, gehe ich nicht. Ich gehe trotzdem mal kurz weiter. Boah, was? Da hinten ist ein Tempel. Boah, schon schön, ne? Boah, ist das schön. Oh, ist das schön. Seht euch das an. Boah, ich würde... Also ich würde ja mal... Warte mal, kleinen Moment. Fähigkeiten. Kehre zur Hütte zurück, um Fähigkeiten freizuschalten. Ah, okay, alles klar. Tiefe Taschen. Kehre zur Hütte. Okay, also wir müssen definitiv irgendwie zur Hütte zurück. Damit wir hier ein bisschen was machen können. Wir haben ja relativ viel. Wir sind ja fast mit allem voll. Fleisch haben wir halt noch nicht. Wir haben 7 Stück davon. Augen haben wir voll. Wir brauchen tiefere Taschen. Wir brauchen definitiv tiefere Taschen, damit wir mehr Ressourcen tragen können. So, aber ich würde sagen, für heute reicht das auch wieder. Mit dieser Aussicht verabschiede ich mich in die Nacht hinein und verabschiede euch hiermit auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde das Spiel bisher mega schön. Es ist einfach schön. Es ist so ruhig. Ja, wir müssen ein kleines bisschen kämpfen bisher, aber wir sind ja noch im Einführungsmodus, Tutorial. Wir lernen noch sehr viel, kriegen noch sehr viel erklärt. Aber die Story, die Lore, die... Irgendwo ist die spannend. Ich hoffe, euch geht es genauso und ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei, wenn wir mit unserer Jager, ja, unser Hauptziel verfolgen, nämlich unsere Schwester Zora finden. Und mal sehen, wohin uns die Reise noch führt. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.